Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um Vintage Levi's Hosen. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal vorweg, bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich mich zum letzten Video bei euch bedanken. Krasses Feedback. Ich habe niemals damit gerechnet, dass das Thema von der Hose so durch die Decke geht. Der Gewinner von dieser Hose wird im Sonntagsvideo, also am kommenden Sonntag, kommt ein Video online, bekannt gegeben. Ich werde das Ganze dann in dem Video quasi auslosen. Ihr seht das dann, wenn ich da am Rechner sitze und dann so einen random YouTube-Picker nehme und dann den Kommentar rausziehe. Und ja, dann werde ich die Hose dann demjenigen zukommen lassen, wenn er mich kontaktiert. Ist sehr, sehr nice. Ich kann aber euch schon mal vorwegnehmen, ich habe die Hose in Schwarz bestellt. Und wir werden das Gleiche in Schwarz nochmal machen. Also ich werde die mit euch do-it-yourself ein bisschen distressen. Aber ich habe noch ein bisschen was anderes vor mit der schwarzen Variante. Aber ich will dafür nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen seid auf jeden Fall in den nächsten Videos am Start. Ich habe ganz coole Themen für euch rausgesucht und dementsprechend, ja, der Gewinner wird am Sonntag ausgelost. So Leute, in dem heutigen Video soll es sich um Vintage Levi's Hosen handeln. Und zwar habe ich mir vor circa 2,5 Wochen eine Levi's 501 Vintage bestellt. Die ist gekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Hose auf eBay bestellt. Es hört sich ein bisschen lustig an und normalerweise würde man, ich sag mal, moderne bzw. coole Sachen relativ selten auf eBay bestellen. Aber in dem Fall habe ich das einfach mal gemacht, weil die Hose wirklich nicht teuer war. Ich habe, glaube ich, keine 30 Euro, 28 Euro dafür bezahlt plus Versand. Die kam aus UK und die hatte 2,5 Wochen gebraucht, bis sie hier war. Ich weiß nicht genau, warum es so lange gedauert hat, aber ich habe die Hose gestern mal einmal angezogen, als sie ankam, und ich kann euch sagen, die Hose ist wirklich, wirklich nice. Ich werde euch unten in die Infobox auch ein paar Adressen verlinken, wo ihr das Ganze kaufen könnt, aber die Hose ist wirklich, sag mal, zu 98% perfekt, fit, Länge etc., wirklich für mich optimal. Auch diese Hose habe ich mich dafür entschieden, weil das kam so mega krass an, werdet ihr am Ende des Videos wieder gewinnen können. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen bearbeiten und mit euch noch ein paar Themen durchsprechen, weil ja, mit so einer Hose muss man ein bisschen anders umgehen als mit einer nagelneuen Hose. Die ist von den Fasern etc. wie gesagt ein bisschen anders, aber ich kann euch sagen, Farbe, Fitting etc. wirklich sehr, sehr nice, und alle, die so diesen neuen, modernen Schnitt haben wollen, kommt man so einer Hose eigentlich meiner Meinung nach gar nicht vorbei. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Tisch, da wo ich zuletzt auch war, und dann werden wir das Ganze noch mal ein bisschen handhaben und ich zeige euch mal genau, was ich hierin machen würde und was für mich auf jeden Fall Maximum wäre. Und ja, dann gehen wir das Thema an und zum Schluss, wie gesagt, gibt es wieder Fitting und wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Und ja, wir schauen einfach mal, okay? Los geht's. So Leute, hier haben wir die altbekannte Levi's 501. Ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, ob das Levi's, ich weiß es einfach nicht. Ich sage dazu Levi's 501, kurz vorweg, 501 gibt es seit den 50er Jahren, ist so im Trend gewesen, so Mitte, Ende der 80er Jahre, 1986 kamen so die ersten Werbespots raus. Ich habe mich natürlich ein bisschen im Vorfeld informiert, um euch ein bisschen was erzählen zu können. Und also ehrlich gesagt, meine ältere Schwester hat die damals getragen und bei ihr war das quasi damals so der Shit. Heutzutage sind das so das Thema Sneaker und damals war das einfach, wenn man eine Levi's 501 anhatte, war man einfach ja, mega cool und ja, ist auf jeden Fall ein Ding, was jetzt krass zurückkommt, dieses ganze Vintage und dementsprechend ja, eine sehr, sehr coole Hose, muss ich zugestehen. Bis vor ein, zwei Jahren konnte ich mir das noch nicht vorstellen, sowas wieder zu tragen, aber ich kann euch sagen, ich habe die angehabt und ja, nice auf jeden Fall. Generell, ich zeige euch mal so ein bisschen was, was ich machen würde. Den Klotz, den ich beim letzten Hose benutzt habe, werde ich hier auf jeden Fall gar nicht benutzen, weil die Hose ist, ich kann es nicht genau sagen, wie alt, aber sie ist auf jeden Fall was älter. Ich schätze mal 90er Jahre und dementsprechend sind die Fasern auch gut angegriffen. Also man hat nicht mehr so stabile Fasern. Das Ganze muss natürlich irgendwie ein bisschen gepflegt werden etc. Und wenn man das nicht richtig pflegt, geht das relativ schnell kaputt. Das heißt, die Hose reißt. Ich habe mir vor gefühlten 3 Jahren mal in L.A. und zwar in L.A. gibt es so richtig nice Vintage Stores. An Venice Beach habe ich mir eine gekauft.
Und ich habe sie angehabt und ich habe mich damit gebückt und dann ist dieses typische Patz ist passiert und die Hose ist einfach geplatzt und ja, leider kaputt gegangen, weil die Faser einfach schon im Arsch war. Hier sind die Fasern eigentlich noch relativ gut und dementsprechend würde ich trotzdem auf den Klotz verzichten, weil wir wollen die Fasern in so einem Fall bei so einer Vintage-Hose nicht noch dünner machen. Deswegen würde ich dementsprechend hiervon abraten. So, jetzt hat man natürlich die Qual dabei, was man macht. Ich würde das Ganze schon auch nicht übertreiben und ich fange auch wieder hinten an. Ich werde so ein bisschen die Taschen bearbeiten, hier in dem Fall auch mal ein bisschen oben was bearbeiten und ein bisschen die Hosenbeine bearbeiten. Was ich an den Hosen auch immer sehr nice finde, was ich aber jetzt nicht machen werde, sind so leichte Farbkleckser drauf, so weiße Farbkleckser, als ob man damit einfach mal so im Laufe der Zeit angestrichen hat. Und das war so seine Lieblingshose, die man immer anhat. Das Ganze muss so ein bisschen eine Story geben und dementsprechend kann man machen, muss man aber nicht. Sieht aber nice aus. Habe ich schon mehrfach gesehen und auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante. Hier auch wieder werde ich jetzt ein bisschen an die Taschen rangehen und dann zeige ich euch jetzt gleich mal das Ergebnis. So Leute, ich habe das Ganze jetzt mal auf der einen Seite ein wenig bearbeitet, aber wie gesagt, da muss man extrem vorsichtig sein. Man kann ganz schnell ganz viel kaputt machen und man ist mit so einem, ich sag mal, Teppichmesser auch ratzfatz durch die Hose durch und hat dann Löcher und dann geht die Hose eigentlich relativ schnell kaputt. Ich habe hier ein bisschen die Taschen bearbeitet, ganz leicht, minimal, dass das Ganze so ein bisschen mehr noch Vintage-Flair hat. Genauso wie hier oben am Bund, so ein wenig, ganz ein wenig, aber alles mit Bedacht, nicht, dass zu viel kaputt geht. Genauso hier unten die Hosenbeine. Ich wollte die jetzt extra nicht aufmachen. Ich finde es nicht immer nice, wenn man die aufmacht. Bei der Karat-Hose sah das echt nice aus. Bei der Levi's würde ich es erstmal lassen. Ich sag mal, ist nicht die letzte, die ich bestelle. Die, wie gesagt, könnt ihr am Ende des Videos ja auch wieder gewinnen. Und im Vergleich nochmal dazu, hier seht ihr eine Tasche und auf der anderen ist noch gar nichts. Genauso wie das eine Hosenbein und hier ist ein bisschen mehr. Ich mache jetzt mal weiter, hinten komplett und dann gehen wir nochmal nach vorne, beziehungsweise bearbeiten die Vorderseite und dann zeige ich euch das Ergebnis. So Leute, die Hose ist jetzt, ja, ich würde gar nicht mehr machen. Ich habe schon ein bisschen was gemacht, was auf jeden Fall außer der Reihe ist. Fangen wir einfach mal unten an. Ihr kennt das von der Karat-Hose, ich habe die Hosenbeine ein bisschen distressed, aber in dem Fall habe ich sie jetzt nicht aufgemacht, die Naht wie bei der Karat-Hose, sondern einfach nur ein bisschen distressed. Das wird sich gleich am Schuh zeigen, das sitzt dann ziemlich, ziemlich nice. Fokus und ja, an beiden Seiten. Vorne distressed. Dann machen wir weiter mit den Taschen. Die Taschen ähnlich, auch noch ein bisschen nachbearbeitet, aber nichts allzu krasses, weil der Stoff, wie gesagt, sehr vorsichtig zu behandeln ist. Genauso auf der anderen Seite und hier oben, ich sag mal, die Kante. Ja. Sonst habe ich mich dazu entschieden, hier innen drin so ein bisschen rötlich das zu machen. Ich weiß nicht warum, das war einfach nur so ein, Laune der Natur, aber ich finde, das wirkt ganz nice. Sieht man sowieso nicht, Pulli sitzt drüber. Highlight ist auf jeden Fall der Reißverschluss. Der Reißverschluss ist doppel gelegt, also ist eine Überblendung. Hier seht ihr das. Fokus, da. Ist Überblendung. Und diese Überblendung ist dann hier nochmal abgenäht. Und diese Naht habe ich hier aufgemacht. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, wenn das zu ist. Hat so ein bisschen Flair, finde ich persönlich. Und macht die Hose auf jeden Fall ein bisschen älter und noch ein bisschen mehr, ja, quasi abgenutzter. Ich ziehe die jetzt mal an und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das sitzt. So, Ergebnis auf jeden Fall 1A. Wie gesagt, Bootcut, mega nice. Alles, was distressed ist, ist minimal. Ich will die Hose nicht kaputt machen, weil sie so schon 98% perfekt war. Und als 501. Mega cool, hat echt Flair und ja, jetzt ziehe ich die mal eben wieder aus.
So Leute, das habe ich jetzt an der Hose verändert. Wie gesagt, ich finde es auch sehr, sehr nice. Bei der Hose muss ich sogar noch zugestehen, fällt es mir noch ein bisschen schwerer, die an euch abzugeben, weil ja, mir gefällt sie wirklich sehr, sehr gut. Eine Karo-Hose, gerade eine neue Hose, kann ich jederzeit neu kaufen. Eine coole Distress bzw. eine coole Vintage Levi's findet man halt nicht an jeder Ecke. Ich habe die bestellt, ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Die Hose, die gekommen ist, ist wirklich 1A, kann ich schweren Herzens eigentlich weitergeben bzw. guten Gewissens an euch. Und ja, ich finde das Ergebnis sehr cool, ist sehr dezent, was ich verändert habe. Bei so einer Hose, wie gesagt, wie ich schon im Video erklärt habe, im Vorfeld ganz vorsichtig, wenn ihr sowas dran geht, aber so ein bisschen in einen Touch, so ein bisschen ein kleines Unikat daraus zaubern kann jedermann. 30 Euro ist jetzt auch im Endeffekt weniger, als wenn ich jetzt zu Zara gehen würde und mir eine Hose kaufen würde, denn da kostet sie 40 Euro. Und dementsprechend ist es sehr, sehr cool. Seid auf jeden Fall schnell. Der Trend wird jetzt auf jeden Fall durch die Decke gehen, meiner Meinung nach. Und die Hosen werden ratzfatz vergriffen sein und dann kriegt ihr keine mehr. Und ja, schweren Herzens gebe ich die an euch ab. Wie gesagt, ihr kennt das Ganze. Ich werde das Ganze auch gleich halten. Keine 5000 Freunde markieren oder sonstiges. Alles, was ihr machen müsst, ist dem Kanal folgen. Und Hashtag Gewinnspiel unten in die Kommentare. Und innerhalb einer Woche gebe ich den Gewinner bekannt. Der Gewinner, kommt am Sonntag online mit dem neuen Video, was dann rauskommt, und der Gewinner halt in einer Woche. Wie gesagt, sehr, sehr nice. Ich werde mir jetzt direkt eine neue bestellen, bevor die ausverkauft sind, weil ja, die bekommt ihr einer von euch. Und ansonsten, schön, dass ihr am Start wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazu lassen, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel daran teilnehmt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, Leute. Ciao.